Ich habe den Titel bewusst gewählt. Es geht um Verschlüsselung und da stelle ich zu Beginn mal die erste Frage. Ist Verschlüsselung meine Rettung? Und ich kann das mit Nein beantworten. Weil es gibt viele Menschen, die denken, je stärker und je besser die Verschlüsselung ist, desto sicherer sind sie. Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie dann zu Kryptotelefonen greifen, wie es Encro der Fall war, wie Sky der Fall war. Aber auch hier wissen alle, glaube ich, was passiert ist mit den Kryptotelefonen. Und dieselbe Frage wurde Carsten Null gestellt. Und gleich möchte ich das hier mal einblenden. Und ihn wurde einfach gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel verschlüsselte Apps benutze, als Beispiel WhatsApp, es gibt verschiedene, es gibt Telegram, es gibt Trema, es gibt Signal, es gibt Session, es gibt da, ich kann noch eine lange Liste aufzählen, was, es kommen immer wieder neue Verschlüsselungs-Apps auf den Markt oder auch Handys, ja. Aber die grundlegende Frage ist, bin ich sicher genug mit Verschlüsselung oder mit einem Kryptotelefon? Und Carsten Null hat gesagt, nein, weil selbst wenn du eine Verschlüsselungs-App nutzt, dann ja, dein Inhalt ist sicher für eine kurze Zeit, aber es gibt zahlreiche andere Angriffsmöglichkeiten. Yeah, good question. So, how much can you protect yourself by using the mobile network less or using it as a dumb pipe, I guess is the question. What if you use just apps to call and send texts? Well, obviously your calls and your texts won't be intercepted anymore if they're encrypted one more time in a way that's not breakable. However, this does not solve the location tracking. It does not solve the fraud. It does not solve the denial of service. It does not solve the spamming. So you are tied to a mobile network and there's a lot of control over you, your location and your phone bill. None of that is going to go away. Also sicher sind wir dann trotzdem nicht. Es gibt grundlegende Probleme im GSM-Netz und wenn du ein Handy benutzt, bist du jederzeit anfällig auf Angriffe. Und erst wenn du, sag ich mal, diese Angriffe kennst oder dir dessen Probleme bewusst bist, kannst du nach einer Lösung suchen, ja, und kannst auch wirklich dann eine Lösung akzeptieren. Also beginnen wir mal von vorne und wir beginnen mal bei der Handyidentität. Ich glaube, das haben viele von euch bis jetzt gehört. Es gibt eine E-Mail-Nummer, es gibt eine IMSI-Nummer. Was ist beides? Die E-Mail-Nummer ist eine Seriennummer, die weltweit nur einmal vergeben wird pro Handy. Und gleich mit der IMSI. Die IMSI ist die Seriennummer von deiner SIM-Karte, ja? Und die wird auch nur weltweit einmalig vergeben. Wenn man jetzt beides kennt, wenn man deine E-Mail-Nummer und deine IMSI-Nummer kennt und man ist sich deiner Identität bewusst, dann wird eine Vielzahl von Angriffen möglich. Angriffe könnten sein, zum Beispiel, ich zähle ein paar auf, die Standortverfolgung, dann Angriffe über IMSI-Catcher, Angriffe über das SS7-Protokoll oder man installiert ganz normale Trojaner oder Spyware auf dein Handy und verschafft sich so auch Zutritt zu deinem Gerät. Ich habe den Titel bewusst gewählt und es ist wirklich wichtig zu wissen, dass jede Art von Verschlüsselung nur eine kurzfristige Lösung ist. Da spielt es keine Rolle, ob es jetzt eine App ist oder ein wirklich, ob du dir ein Gerät kaufst mit der Absicht, nur das zu benutzen wie ein Kryptofon. Beides sind nur kurzfristige Lösungen. Warum? Weil wenn man deine Identität kennt und selbst hier, wenn du ein ganz normales Telefon benutzt mit einer App, ja, oder ein Kryptotelefon, bleibt deine Identität immer gleich. Also deine E-Mail-Nummer vom Gerät und die IMSI-Nummer, die ändert sich nicht, somit bleibt deine Identität gleich und vielleicht hast du eine gewisse Sicherheitsstufe erreicht, aber sicher bist du bei weitem nicht, weil wenn man deine Identität kennt, ja, dann sind wieder, ich springe nochmal zurück, eine Vielzahl von Angriffen möglich. Ein Beispiel gebe ich jetzt mal davon, vom Kryptotelefon oder von der Krypto-App namens Sky ECC. Ich habe in meinem letzten Video Bezug drauf genommen, ja, und heute erkläre ich euch mal, warum der Datendienst da überhaupt nicht funktioniert hat. Das können mit Sicherheit wieder viele bestätigen, also Sky-Benutzer. Wenn du eine Nachricht verschickt hast, dann hat es nicht geklappt, ja, die Nachricht wurde nicht verschickt. So lange und irgendwann hat es dann wieder geklappt. Die modernen GSM-Abhörgeräte, die können selektiv anhand der E-Mail-Nummer und der IMSI-Nummer und temporär dein 3G und 4G Uplink-Frequenz stören, sodass dein Telefon gezwungen ist, auf 2G zu laufen. Und wie bekannt ist, haben diese ganzen Krypto-Telefone, die funktionieren, das sind Apps, die funktionieren nur mit Internet und mit Serververbindungen und die brauchen eine Highspeed-Geschwindigkeit.
Und somit wird dann dein Sky ECC oder dein Kryptotelefon, es wird nutzlos. Und diese Angriffsmöglichkeit, ja, von den modernen GSM-Abhörgeräten, die kann jederzeit gemacht werden und funktionieren bei jedem Kryptotelefon. Aber du wirst einfach unschädlich gemacht. Dein Handy wird nutzlos, unbrauchbar, obwohl du, sag ich mal, so einen Preis dafür gezahlt hast und investiert hast, scheinheilig in deine Sicherheit. Ich möchte aber auch nicht zu lange auf die Krypto, sag ich mal, Kryptotelefon oder Verschlüsselungs-App Geschichte eingehen. Das ist ein komplettes Thema für sich. Mir geht es heute darum, ich möchte einen Mythos aufklären. Ein Mythos in Bezug auf das Telefonieren, weil viele von euch da draußen denken, hey, ich benutze kein Telefon, also ich telefoniere gar nicht mehr. Ja, die Telefonie ist so unsicher, dass ich quasi am besten nur noch verschlüsselte Apps oder verschlüsselte Geräte benutze, weil es sind so viele Skandale passiert in Bezug auf Telefonie und dort ist keine Sicherheit gewährleistet. Das ist ein Mythos, ja, und das möchte ich heute mal aufklären und ich möchte euch auch wirklich mal aufzeigen, warum das ein Mythos ist, warum das nicht stimmt oder wie, welche Maßnahmen kann ich ergreifen als Benutzer, damit Telefonieren für mich wirklich wieder sicher ist. Es kommt auf das Endgerät drauf an, denn mit einem normalen Handy wie ein iPhone oder ein Samsung oder auch, dazu zähle ich auch Krypto-Handys bewusst, kannst du dir nicht sicher sein, ob du eine freie oder eine saubere Leitung hast zum Telefonieren. Wenn ich jetzt sage, das Endgerät ist wichtig und normale Handys und auch Krypto-Handys, ja, benachrichtigen mich nicht oder sind keine gefahrenbewusste Handys, welche Handys sind denn dann sicher? Und hier möchte ich euch ein Handy vorstellen, was wirklich risiko- und gefahrenbewusst ist. Es sind Stealth-Phones. Ich habe sie in meinen letzten Videos immer nach vorne getan. Ja, es sind solche Geräte hier. Stealth-Phones unter anderem sind alle aber gefahrenbewusst. Ja, und alle haben einen Zweck, die Person, also deine Identität und auch die Leitung zu schützen, damit du eine saubere Leitung hast, auf der du deine Telefongespräche führen kannst, ja. Kommen wir aber erstmal dazu, dass ein Telefonat, ein Anruf von Person zu Person untersteht dem Telekommunikationsgeheimnis, ja, und das muss per Gesetz geschützt werden. Und in sehr vielen Ländern gibt es überall eine Verschlüsselung. Ein Telefonat ist standardmäßig verschlüsselt mit dem A51-Algorithmus, ja. In der frühen Phase der Abhörung, ja, und in der frühen Phase der Überwachung gab es noch gar keine Abhörgeräte, so wie sie jetzt quasi gebraucht werden und wirklich leistungsfähig und auch modern sind. Also was hat man in der frühen Phase der Abhörung gemacht? Man hat per Gesetz die Mobilfunkanbieter dazu gezwungen, bei bestimmten Zielen anhand der E-Mail und IMSI temporär die Verschlüsselung abzustellen. Die Verschlüsselung wurde dann vom A51-Modus, was verschlüsselt ist, auf den A50-Modus geführt und so konnte der Anbieter dann, also der Mobilfunkanbieter, das Telefonat im Klartext aufzeichnen und dann an die, sage ich mal, Strafverfolgungsbehörden weiterleiten. So hat das früher funktioniert. Und zu dieser Zeit gab es noch gar keine gefahrenbewusste Handys und jedes normale Handy hat das natürlich nicht erkannt, weil wichtig ist zu wissen, nicht du oder dein Handy wählt den Verschlüsselungsmodus. Ja, du kannst das nicht ändern, ob du jetzt A51 nur benutzen willst oder A50. Dafür hast du oder dein Handy keine Berechtigung, sondern das wählt der Mobilfunkanbieter für dich. Der kann auswählen, okay, temporär benutzt der Benutzer 1 in Schema, benutzt eine Verschlüsselung oder benutzt keine Verschlüsselung. Da dein Handy das nicht gemerkt hat, ja, wurdest du bei jeder Überwachung Opfer. Du hast ganz normal telefoniert und ganz normal wurden deine Gespräche auch aufgezeichnet und verschlüsselt und weitergeleitet. Heute findet diese Methode auch Anwendung, mit Hilfe quasi vom Mobilfunkanbieter die gezielten Personen zu überwachen. Es gibt jetzt moderne Abhörgeräte, die diesen Zweck auch erfüllen und das auch machen können, komplett ohne die Hilfe vom Betreiber. Und ich kann auch mal gleich sagen, warum, weil damit der Mobilfunkanbieter
den Behörden geholfen hat, ja, musste zwingend ein Beschluss vorliegen, ein Abhörbefehl vorliegen. Ansonsten haben die das nicht gemacht, weil es illegal wäre. Aber das war halt immer mit Komplikationen verbunden und gewisse Behörden wollten unabhängig sein. Und deswegen gibt es natürlich eine Vielzahl von privaten Unternehmen, die dann wirklich Abhörgeräte und Abhörüberwachungsmethoden hergestellt haben und sie zur Verfügung stellen, damit gewisse Behörden jetzt überhaupt nicht mehr abhängig sind, sondern auf eigene Faust, auf dringenden Tatverdacht oder vielleicht tut jemand was Illegales und deswegen will er eine Person abhören und der muss schnell handeln, ja. Und genau diese Geräte kommen dort zum Einsatz, weil es hat immer seinen Grund, aber ob es legal oder illegal ist, das sei mal dahingestellt. Oft passiert das auch, dass diese Geräte missbraucht werden, ja. Ein Beispiel ist, ich habe vor kurzem ein Video gedreht und es war ein internationaler Skandal. Es ging um das Pegasus-Projekt, was auch ein Überwachungsprogramm für legale Zwecke ist. Es wird benutzt zur Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität, ja, was sehr Gutes ist, aber wenn das Programm nicht sachgemäß benutzt wird, ja, dann leidest du darunter und ich leide auch darunter. Starker Grund, warum diese Abhörgeräte hergestellt und auch benutzt werden, ist die Selbstständigkeit, dass sie keine Hilfe vom Mobilanbieter mehr benötigen. Nun kannst du dich fragen, hey, du hast eben gerade gesagt, jeder Anruf ist doch verschlüsselt, ja? Jeder Anruf ist verschlüsselt, also brauche ich mir gar keine Sorgen machen oder doch muss ich mir Sorgen machen? Nun herrscht die Frage, kann der denn aufgenommen werden und im Nachhinein entschlüsselt werden? Ja, dass der vielleicht der Mobilfunkanbieter oder die Strafverfolgungsbehörden einen verschlüsselten Anruf speichern im verschlüsselten Modus und später dann entschlüsseln. Also das Aufzeichnen seitens des Mobilfunkanbieters, ja, was den Gesprächinhalt geht oder den verschlüsselten Gespräch einfach aufzuzeichnen, ist in den meisten Ländern illegal und die spätere Entschlüsselung, sie kann nicht passieren, weil damit man dich abhören kann oder damit man, sag ich mal, irgendjemand abhören, damit man ein Gespräch abhören kann, muss immer live abgehört werden, ja, weil der Schlüssel wird immer am Anfang von einem Telefonat ausgetauscht und das passiert immer live zwischen einem Handy und einer Basisstation. Somit ist auch gesagt, wenn keine Live-Abhörung stattfindet, dann kann auch später nichts entschlüsselt werden oder wenn keine Live-Abhörung stattfindet, dann kann nichts verwertet werden, damit ihr das schon mal wisst, ja? Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema, wie passiert denn überhaupt eine Live-Abhörung? Eine Live-Abhörung passiert so, indem ein GSM-Abhörgerät, ja, es sendet sogenannte Challenges an dein Handy und dein Handy antwortet mit Teilen von deinem Verschlüsselungsschlüssel und das wird mehrfach durchgeführt, bis dein kompletter Schlüssel abgerufen und berechnet werden kann. Und dieser Vorgang dauert bei aktuellen GSM-Abhörgeräten leider nur 0,7 Sekunden. Und diese Zeit reicht, um deinen Schlüssel zu berechnen und anschließend, um dein Gespräch abzuhören. Dieser Schlüssel, den sie da berechnet haben, der kann aber nur einmal oder mehrere Male verwendet werden. Denn wenn quasi das Netz ein Location Update Request an dein Handy sendet oder dein Location Area Code, ja, der Location Area Code ist ein Gebiet, in dem du dich bewegst und jeder Mobilfunkmast gehört zu diesem einen Location Area Code, ja? Also jeder Mobilfunkmast in diesem Gebiet hat diesen Location Area Code. Und wenn du diesen dann verlässt oder in eine andere Stadt zum Beispiel fährst, dann wird dieser Location Area Code wird der geändert und der Schlüssel wird dann neu generiert, ja? Und der Prozess muss dann wieder von vorne gemacht werden. Deswegen kann der Schlüssel, der berechnet wurde von GSM-Abhörgerät, nur einmal oder ein paar Mal mehr verwendet werden. Selbst wenn du dein Handy neu startest, ja, du hast dein Handy ausgemacht und fährst es wieder hoch, wird ein neuer Schlüssel generiert. Und das ist ziemlich umständlich und aus diesem Grund ist auch die Live-Abhörung nicht so einfach, ja. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Informationen zum Thema Überwachung. Ein Gespräch kann nicht mitten im Telefonat abgehört werden, ja. Ein Telefonat kann abgehört werden von Anfang bis Ende
oder gar nicht. Der Schlüsselabtausch findet nämlich nur am Anfang statt, ja, und man braucht diesen Schlüssel, um dein Gespräch abzuhören, weil wenn kein Schlüssel vorhanden ist, also wenn kein Key vorhanden ist, dann gibt es keine Entschlüsselung und als Konsequenz kann nicht abgehört werden. Der einfachste Weg für ein GSM-Abhörgerät oder für einen Mobilfunkanbieter ist deshalb, dein Gerät einfach herunterzustufen, ja, und diese A51-Verschlüsselung zu umgehen und dein Handy zu zwingen, in den A50-Verschlüsselungsmodus zu gehen. Weil der A50-Verschlüsselungsmodus heißt keine Verschlüsselung und dein Anruf wird dann ganz normal im Klartext hin und her geschickt. Das ist der einfachste Weg, die ganze Zeit deine Gespräche aufzunehmen oder abzuhören. Bei den Stealth-Phones ist das jetzt so, ja, sie sind gefahrenbewusst und sie erkennen abnormale Challenges. Challenges waren nochmal, dass GSM-Abhörgeräte nun unbewusst, also normale Handys, wie gesagt, können das nicht bemerken, wollen Teile von deinem Verschlüsselungsschlüssel extrahieren, damit sie das benutzen können, um den Schlüssel zu berechnen und um dich abzuhören. Ein Stealth-Phone erkennt nun so abnormale Challenges, ja, und du wirst gewarnt und du als Benutzer wirst benachrichtigt. Das Gleiche passiert auch mit der Verschlüsselung. Und wenn keine Verschlüsselung gegeben ist, über den A50-Algorithmus, dann wirst du benachrichtigt, ja, und das Schloss bleibt rot bei deinem Telefonat. Und dann kannst du als Benutzer wissen, hey, die Leitung ist gerade nicht sicher. Und dann kannst du wirklich effektiv Maßnahmen ergreifen und kannst sagen, vielleicht nehme ich das Gespräch nicht ab. Vielleicht nehme ich das Gespräch ab, aber ich bin mir dessen bewusst, dass gerade die Leitung nicht sauber ist, ja. Andersrum wirst du quasi auch benachrichtigt, wenn die Verschlüsselung gegeben ist. Wenn ein A51-Verschlüsselungsalgorithmus vorhanden ist und deine Leitung sauber und ganz normal standardmäßig verschlüsselt ist, wirst du auch benachrichtigt. Und genau dafür ist ein Stealth-Phone da. Ja? Es herrscht keine Magie, sondern es ist ein gefahrenbewusstes Handy. Und ich bin der Meinung, dass jedes Handy so sein sollte. Schreib mir mal in den Kommentaren, weil bis jetzt habe ich wenig Resonanz bekommen, ja. Welches Thema interessiert euch? Wo kann ich vielleicht aufklären und worüber soll das nächste Video sein? In diesem Sinne, passt auf eure Daten auf und wir hören uns beim nächsten Mal.